So, da sind wir schon beim nächsten Video und wie ihr sicherlich seht, habe ich schon den ersten Sheet aktiviert, aber hier soll es jetzt diesmal darum gehen, wie kann ich alle Gegner um mich herum töten? Sei es Endboss oder hast du nicht gesehen, einfach für die, die zum Beispiel nur bauen wollen. Weil habe ich eben schon mal in dem anderen Video gesagt, es gibt ja auch Leute, die wollen wirklich nur Valheim nutzen, um sich eine geile Base zu bauen. Da gibt es folgende Möglichkeit. Und für alle die, die nicht cheaten wollen, so wie ich jetzt hier gerade, wie ihr seht, ich bekomme keinen Schaden. Wenn ihr das Ganze wissen wollt, wie ihr das Ganze machen könnt, einfach mal in meiner Playlist nachgucken oder ich werde es auch oben rechts in die Infobox reinhauen. Und ihr seht schon, es werden immer mehr Mobs. Ich glaube, es wird langsam Zeit, weil der Ton nervt mich schon langsam selber. So, vorneweg, was müssen wir als erstes eingeben? Einmal F5 drücken. Dann müssen wir eingeben, I'm a Cheater. Dann seht ihr schon links, Cheats is true. Dann, wenn ihr den Gott-Modus haben wollt, natürlich Gott eingeben. Die Tod 1, das war die Zeit ändern von dem Tag. Aber wenn wir hier alles um uns herum killen wollen, einfach Kill All und Abfahrt. Jetzt ist wieder Ruhe. Also sollte eure Basis mal angegriffen werden und ihr habt einfach keinen Bock jetzt euch da 10 Minuten rumzukämpfen, beziehungsweise überhaupt zu kämpfen, dann einfach, wie gesagt, I'm a Cheater, Cheat aktivieren und dann einfach Kill All und dann habt ihr schon eure Ruhe. Um mich herum ist alles getötet. Ihr könnt alles looten, was die Mobs liegen gelassen haben. Und wie gesagt, wenn ich euch mit dem Video schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Und bei Cheats passt halt immer auf, was ihr sucht. Nicht, dass ihr euch selbst den Spielspaß wegnimmt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.